Dieser Mann ist ein mächtiger König seiner Zeit. Und der wohl größte Kreuzzugsheld der Christenheit. Jetzt aber wird er eingekerkert. Er ist in der Hand seiner Feinde, in einem fremden Land. Hilflos. Ein Sturz vom Gipfel der Macht in die Finsternis. Die größte Erpressungsaffäre, die es im Hochmittelalter gegeben hat und in die halb Europa involviert war. Ich würde sagen, da war zu viel Testosteron im Spiel. Er muss freikommen. Nur wie? Eineinhalb Jahre zuvor. Seit kurzem erst ist Richard König von England. Jetzt bricht er auf zu einer historischen Mission. Los jetzt! Er geht auf Kreuzzug, will das heilige Land von den Muslimen zurückerobern. Wollte man ein großer Kriegsheld sein, war dies die ideale Gelegenheit. Wenn man einen heldenhaften Ruf erwerben wollte, was könnte sinnvoller sein, als das Kreuz zu nehmen und christliche Armeen ins heilige Land zu führen? Im Juni 1191 erreicht Richard Löwenherz Akkon. Zwei Jahre schon belagern Kreuzritter aus halb Europa die Hafenstadt. Hunger und Krankheiten zehren an ihnen. Richards Ankunft ist für sie wie eine Erlösung. Zum Angriff! Unter Richards Führung stürmen die christlichen Truppen drei Tage später die Mauern der Festung. Nicht allein sein Verdienst. Der französische König ist mit ihm nach Akkon gekommen. Doch der Sieg wird vor allem Richard zugeschrieben. Der Grund für die Eroberung Akkons war vor allem natürlich die tatsächliche militärische Macht, mit der Richard Löwenherz dort aufgetaucht ist. Nicht der französische König ist entscheidend und dessen militärisches Gefolge, sondern tatsächlich Richard Löwenherz und die Unterstützung, die er den Belagerern vor Akkon bringt. Doch da ist noch jemand. Auch der österreichische Herzog Leopold V. pflanzt seine Fahne auf die Mauer von Akkon. Sein Anteil am Sieg ist gering. Ansprüche meldet er dennoch an. Es war ganz sicher so, dass sowohl Richard als auch Philipp überhaupt kein Interesse daran hatten, dass da noch eine dritte Fahne in Akkon wehte, weil dann hätten sie die Beute teilen müssen. Erstens und zweitens war es auch aus ihrer Sicht auch nicht einsichtig, dass ein, wenn man so will, kleiner Herzog sich anmaßte, sich auf die gleiche Stufe zu stellen wie zwei Könige. Richard will sich den Triumph von Akkon nicht nehmen lassen und reagiert nicht gerade diplomatisch. Die Fahne eines Herzogs in den Schmutz zu treten, ist nach dem Verständnis dieser Zeit eine gewaltige Ehrverletzung. Doch Richard sorgt sich wenig um die Gefühle des Herzogs. Er konnte sich wohl absolut nicht vorstellen, dass dieser unbedeutende Herzog von Österreich je in der Lage sein würde, Rache zu üben. Aber Gottes Wege sind unergründlich. König Philipp von Frankreich kehrt schon nach der Eroberung Akkons in seine Heimat zurück. Richard dagegen zieht weiter Richtung Jerusalem. Er führt seine Armee in den nächsten Monaten von Sieg zu Sieg. In Haifa, Caesarea, Kapernaum. Für sein Ziel ist dem Engländer jedes Mittel recht. Als das Lösegeld für 2700 muslimische Gefangene nicht rechtzeitig bezahlt wird,
lässt er sie kurzerhand hinrichten. In der arabischen Welt ist das Massaker von Akkon bis heute unvergessen. Die Dimension ist schon auch von den Zeitgenossen als außerordentlich wahrgenommen. Und das ist sicher auch ein Makel auf seiner Geschichte und auf seinem Kreuzzug gewesen. Es ist sicher eine Handlung gewesen, die auf Wirkung kalkuliert war natürlich, auf Abschreckung, auf Schrecken. In Jaffa trifft Richard auf seinen großen Gegner, Sultan Saladin, der Held der islamischen Welt. Saladin hat 5 Jahre zuvor Jerusalem erobert und damit den Kreuzzug ausgelöst. Als Saladins Männer Richard erkennen, verlässt sie der Mut. Muslimische und christliche Chronisten sind sich einig. Der Sieg bei Jaffa ist allein Richards Ruf zu verdanken. In diesem Moment entsteht der Mythos vom Löwenherz. Die christliche Eroberung Jaffas ist das Meisterstück eines charismatisch-militärischen Heerführers. Wahrscheinlich war es dieser Akt der Kühnheit, der sehr bald dazu führte, dass Chronisten ihn Löwenherz nannten. Als Löwenherz wird Richard zum englischen Nationalhelden. Als im Zweiten Weltkrieg eine deutsche Fliegerbombe neben dem britischen Parlament einschlägt, beschädigt sie sein davor stehendes Standbild. Sein Schwert wird verbogen, aber es bricht nicht. Für die Engländer ein Symbol für die Stärke ihres Landes. Dabei ist König Richard nicht maßlos. Ein Kompromiss mit Saladin beendet den Kreuzzug. Jerusalem bleibt muslimisch. Die Christen erhalten freien Zugang zu den heiligen Städten. Im Oktober 1192 steht die Heimreise an. Doch welche Route nehmen? Rund um Gibraltar drohen islamische Mauren. In Südfrankreich ein feindlicher Graf. Und auf den hohen Alpenpässen liegt schon Schnee. Richard wählt eine Route, die er für weniger gefährlich hält. Über die Adria und die Ausläufer der Alpen. Und damit durch Österreich, dessen Herrscher er tödlich beleidigt hat. Die Männer frieren und haben Hunger. Der Kreuzzugsheld reist nicht wie ein König, sondern getarnt als einfacher Kaufmann. Mit Gottes Hilfe sind wir in 2 Wochen wieder zu Hause. Ich wünschte nur, wir müssten seine Hilfe nicht so strapazieren. Auf dem Weg hat Richard schon einige Männer durch Angriffe verloren. Geh das wechseln, wir brauchen hiesiges Geld. Aber sei vorsichtig. Eigentlich genießen zurückkehrende Kreuzfahrer Immunität. Eigentlich. Man könnte sagen, er hat es geschafft, dass er sich eigentlich mit allen verscherzt hat. Das heißt, sowohl der französische König als auch der Herzog von Österreich, er war im Grunde mit allen auf Kriegsfuß nach diesem Erfolg. Von daher wäre es in der Tat schon wahrscheinlich, dass er wusste, dass was auf ihn zukommen könnte. Was Unerfreuliches. Was auf ihn zukommt, schildert eine Quelle, die in Richards Geburtsort liegt, im englischen Oxford. In der dortigen Bodleian-Bibliothek werden nahezu 12 Millionen Bücher verwahrt. Darunter einige der seltensten Manuskripte dieser Welt. Eines davon gilt für John Gillingham, den führenden Richard-Experten Großbritanniens, als wichtigste Quelle zum Leben von Richard Löwenherz. Manuskript Nummer 582 stammt vom Chronisten Roger von Howden. Es ist über 800 Jahre alt.
Hauden hat Richard Löwenherz auf dem Kreuzzug begleitet. Lebte in seinem engsten Umfeld. John Gillingham hält Haudens Chronik daher für einen verlässlichen Bericht über die größte Katastrophe in Richards Leben. Ah, hier in Rot. Über die Gefangennahme von Richard, König von England. In Eile, Tag und Nacht, gelangten sie in die Nähe von Wien. Der König schlief sofort ein. Währenddessen wurde sein Begleiter beim Versuch, Geld zu wechseln, von einem Diener des Herzogs von Österreich erkannt. Er wurde gefangen genommen und vor den Herzog von Österreich geführt. Und er zeigte ihnen die Unterkunft, in der sich Richard aufhielt. Danke, mein Freund. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch Europa. Sie stellte die politische Landkarte auf den Kopf. Einen König, einen heimkehrenden Kreuzfahrer gefangen zu nehmen, ist ein ungeheurer Frevel. Darauf steht die Exkommunikation durch den Papst. Leopold von Österreich. Wer so etwas trotzdem wagt, hat meist gute Gründe. Ihr habt euch also schon häufig eingerichtet. Ganz nach eurem Temperament, wie ich sehe. Leopold von Österreich. Warum tut ihr das? Ihr seid Kreuzritter wie ich. Könnt ihr euch das nicht selbst beantworten? Euer Schwert, bitte. Es ist ein relativ typischer Zug für die Adligen der Zeit, dass sie auf Herausforderungen ihres Ranges relativ empfindlich und sensibel reagieren. Insoweit ist er keine Ausnahme. Es wird dem Herzog nie der Vorwurf gemacht, dass er überreagiert habe mit der späteren Gefangennahme Richards, sondern das ist eine Handlung, die allen Beobachtern der damaligen Zeit ganz ohne weiteres nachvollziehbar ist. Ein tiefer Fall. Vom Triumph und Ruhm des Kreuzzuges in die Schmach der Gefangenschaft. Der Sieger von Akkon und Jaffa, der Gnade eines kleinen Herzogs ausgeliefert. Gegner als Geisel zu nehmen, um sie politisch und finanziell zu erpressen, ist ein beliebtes Mittel damals. Doch die Gefangennahme eines Königs und Kreuzritters sprengt alle bis dahin bekannten Dimensionen. Leopold muss mit einem gewaltigen Lösegeld rechnen. So hoch, dass er dafür sogar den Kirchenbann durch den Papst in Kauf nimmt. Auch Richard weiß, der Preis für seine Freiheit wird hoch. Aber noch größer ist eine andere Gefahr. Als Gefangener kann er sein Reich nicht gegen seine Rivalen schützen. Richards Gefangenschaft gab dem König von Frankreich die einzigartige Gelegenheit, in Richards Reich einzufallen und Teile herauszulösen.
Sie verschaffte Richards jüngerem Bruder John die Möglichkeit, nach dem lange ersehnten Thron zu greifen. Alles, was die Menschen über die Machtverhältnisse in Europa zu wissen glaubten, galt jetzt nicht mehr. Und niemand konnte ahnen, was als nächstes passieren würde. Richard hat viel Gelegenheit, darüber nachzudenken. Im Winter 1192 ist die Burg Dürnstein, hoch über der Donau in der Wachau, sein erstes Gefängnis. Heute eine Ruine, ist die Burg damals noch neu und perfekt geeignet, um den prominentesten Gefangenen des Mittelalters ausbruchsicher zu verwahren. Heute ist Dürnstein eine der größten Touristenattraktionen Österreichs. Und viele Besucher kommen wegen Richard Löwenherz. Und der Sage vom Sänger Blondel, der von Burg zu Burg zog, um seinen König zu finden, bis er nach Dürnstein kam. Doch das ist nichts als Legende. Ebenso wie das vermeintlich dunkle Verlies, in dem der König hier gesessen habe. Als König und wertvolle Geisel wurde Richard bestimmt standesgemäß untergebracht, glauben Historiker. Segnetes Christfest, Euer Hoheit. Baldwin, welche Freude. Und der Herzog ist sehr nachtragend. Ja, aber er ist kein Dummkopf. Wenn er Genugtuung wollte, ein guter alter Zweikampf ist schnell gemacht. Und die Ehre ist wiederhergestellt. Sofern er gewinnt. Wie gesagt, er ist kein Dummkopf. Korrekt. Bitte. Die Frage ist vielmehr, warum riskiert ein kleiner Herzog vom Ende der Welt die Exkommunikation durch den Papst, indem er einen Kreuzritter gefangen nimmt. Noch dazu eben mich. Und weil er gierig ist? Davon gehe ich aus. Weil er glaubt, dass es nicht ans Tageslicht kommt? Ah. Weil ihn niemand deckt? Ganz genau. Weil ihn jemand deckt. Nur ein Herrscher ist mächtig genug, einen Kreuzritter gegen den Willen des Papstes gefangen zu setzen. Kaiser Heinrich VI., ein Staufer. Er gilt als klug, machthungrig und skrupellos. Heinrich VI. Ist in dem Bewusstsein groß geworden, im Rang über allen anderen zu stehen. Das macht etwas mit Menschen. Züge der Grausamkeit scheinen seine charakteristischsten Züge gewesen zu sein. Allerdings muss man auch hier wieder auf die Perspektive der Quellen abstellen. Denn die Quellen, die diese Vorwürfe erheben, sind ihm keineswegs günstig gesonnen. Und sie stammen vor allem aus dem süditalienischen Umfeld. Seit Jahren will der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches das Königreich Sizilien unter seine Herrschaft zwingen. Bislang vergeblich. Auch weil Richard die dortigen Gegner Heinrichs unterstützt. Schon deswegen ist der Engländer kein Freund des Kaisers. Wir Menschen sind miserable Jäger. Wir können weder schnell laufen, noch gut riechen oder sehen. Und fliegen schon gar nicht. Wir sind entsetzlich schwach. Der Kaiser hat noch andere Gründe, in Richard einen Gegner zu sehen. In Deutschland rebellieren mächtige Fürsten gegen ihn. Allen voran das Geschlecht der Welfen. Und die sind Verbündete und Verwandte Richards. Wenn Heinrich nun Richard ausschalten könnte, hätte er ein großes Problem weniger. Aber Gott hat uns einen wachen Geist gegeben.
Damit gleichen wir unsere Unzulänglichkeit aus. Nicht? Den ersten Schritt hat er bereits getan. Ein Jahr zuvor hat er sich mit dem französischen König Philipp getroffen. Und wir haben treue Wegbegleiter, die die Beute für uns aufspüren und für uns fangen. Nicht? Das Thema: Richard Löwenherz und wie man ihn ausschalten kann. Gut gemacht. Alright. Vom Herzog von Österreich. Die Nachricht von der Gefangennahme Richards kommt Heinrich wie gerufen. Bringt ihn zu mir. Er sichert sich die Unterstützung des französischen Königs. Nach der alten Regel, dass ein gemeinsamer Feind dann wieder zwei zusammenschweißt. Das heißt, es waren eigentlich für die beiden eine Win-Win-Situation, für den französischen König und den deutschen König. Und dann für Leopold auch. Und für Richard war es halt Pech. Herzog Leopold denkt aber gar nicht daran, Richard einfach so herauszugeben. Er feilscht fast 3 Monate lang, bis ihm Kaiser Heinrich die Hälfte des zu erwartenden Lösegelds garantiert. Erst dann ist er zur Übergabe bereit. Leopold V. war da außerordentlich hartnäckig. Also er muss Heinrich VI. Wirklich den letzten Nerv gezogen haben. Und für Heinrich VI. War es wahrscheinlich auch deswegen schwer, über Leopold V. einfach drüber zu fahren, wie man so schön sagt in Österreich, weil das einer der wenigen Fürsten war, auf die er sich wirklich verlassen konnte im Reich. Richard wird dem Kaiser übergeben und nach Speyer am Rhein gebracht. Hier darf er erstmals wieder seine Gefolgsleute empfangen. Doch Bischof Hubert Walter bringt schlechte Nachrichten aus England. Sein jüngerer Bruder John greift nach Richards Thron und paktiert mit dem französischen König. John, der törichtes Kind. Eure Untertanen lieben euch. Hört mich an, sie lieben euch, nicht John. Es geht nicht um John. Es geht um den, der in Versuchung bringt, den Franzosen. Und was ist mit dem Kaiser? Ich werde mich niemals beugen. Niemals. Hier sterbe ich. Warum gibt es keinen Wein, wenn man ihn braucht? Raus. Raus! Der Druck auf Richard ist enorm. Als Gefangener muss er seinen Thron verteidigen und gleichzeitig mit Kaiser Heinrich fertig werden. Wie seine Zukunft aussehen würde, war zu dem Zeitpunkt für ihn völlig unklar. Wann würde er aus der Haft entlassen werden? Würde er überhaupt aus der Haft entlassen werden? Und das muss eine psychologisch ziemlich schwierige Situation für Richard gewesen sein, ja. In Speyer kann er immerhin erstmals wieder selbst aktiv werden. Er muss sich in einem Prozess verteidigen, den Heinrich gegen ihn anstrengt. Heinrich macht ihm ja den Vorwurf, ein Reichsfeind zu sein. Es geht also darum, die Gefangennahme des Königs und des Kreuzritters zu legitimieren. Das ist der Sinn dieser Inszenierung in Speyer. Vor den Fürsten seines Reiches erhebt Heinrich VI. Schwere Anschuldigungen. Richard habe die rechtmäßige Herrschaft über Sizilien verhindert. Er habe Herzog Leopold beleidigt. Und vor allem, durch den Kompromiss mit Saladin habe Richard das Heilige Land verraten. Zum Ablauf dieser Inszenierung schweigen deutsche Quellen weitgehend. Richards Reaktion findet sich dagegen in Roger Howdens Chronik. Ah, the king most freely and boldly. Der König antwortete freimütig und kühn und so erfolgreich, dass der Kaiser ihm nicht nur verzieh, sondern ihm auch Lob angedeihen ließ. Pardon him. But he praises him. This must have been an enormous setback.
Das muss ein gewaltiger Rückschlag für Kaiser Heinrich VI. Gewesen sein. Wenn er einen Kreuzritterkönig in Haft hielt, muss dieser König etwas falsch gemacht haben. Wenn dieser König dann durch seine Beredsamkeit das Gericht davon überzeugen konnte, dass er nichts falsch gemacht habe, was sollte dann der Kaiser tun? Wie konnte er solch einen Mann noch länger gefangen halten? How could he keep such a man prisoner for any longer? Richard Plantagenet erweist dem Kaiser die Ehre. Richards brillanter Auftritt bringt Heinrichs Plan beinahe zum Scheitern. Der Kaiser kann jetzt nur noch versuchen, sein Gesicht zu wahren. Vor Fürsten und Bischöfen gibt er dem Mann, der eben noch als Reichsfeind galt, den Friedenskuss. Auf das Lösegeld legt Heinrich dennoch Wert. Er ändert einfach seine Strategie. Nun, da uns das Band der Freundschaft verbindet, lasst mich euch vor all diesen edlen Männern ein Versprechen geben. Nicht eher will ich ruhen, bis Freundschaft und Friede herrschen. Auch zwischen euch und Philipp, dem König von Frankreich. Der Kaiser verspricht, dass er Frieden zwischen dem König von England und dem König von Frankreich schließen will. Nun, wir wissen, dass er an den König von Frankreich geschrieben hat. Er hat nicht die Absicht, Frieden zu schließen, auch wenn er das behauptet. Und als Gegenleistung für die angebliche Versöhnungsarbeit gibt es eine kleine Gebühr, die bezahlt werden muss. Bis dahin, geliebter Freund, dürft ihr weiterhin meine Gastfreundschaft genießen. Aus Lösegeld wird nun ein Vermittlungshonorar. 100.000 Mark Silber soll Richard an Heinrich bezahlen. Freiwillig, versteht sich. Eigentlich ist es eine ziemliche Blamage für den König, kann man sagen. Und trotzdem schafft er es, seine politischen und finanziellen Ziele durchzuziehen. Er schafft es, diesen englischen König weiterhin als Gefangenen zu halten. Obwohl er sich ja letztlich gegen den Ehrenkodex dieser Zeit ganz massiv vergeht. Statt in die erhoffte Freiheit kommt Richard nun in ein echtes Verlies. Die westlich von Speyer gelegene Reichsburg am Trifels gilt als Staatsgefängnis der Staufer. Ein Hochsicherheitstrakt im Vergleich zu Dürnstein. Auch die Haft auf dem Trifels ist eine Inszenierung. Und sie hat vor allem die kommunikative Funktion, den englischen Getreuen die Dringlichkeit der Lage klarzumachen. Beeilt euch, ich brauche das Geld, die Bedingungen der Haft sind unerträglich, ich muss hier raus, um Gefahr für mein Leben zu vermeiden. Der Trifels wird zum dunkelsten Kapitel in Richards Haft. Hier erfährt er, dass der französische König Philipp seine Ländereien in der Normandie angreift und sie an sich zu reißen versucht. In dieser Lage entdeckt der Krieger seine musische Seite wieder. Die Musik ist ein Trost für den Gefangenen, aber auch eine neue Chance. Am Hof seiner Mutter Eleonore von Aquitanien hat Richard dichten und singen gelernt. Jetzt nutzt er sein Talent. Zwei Lieder sind von ihm mit Text und Melodie überliefert. Eines aus der Gefangenschaft. Janu, Janu, uns prise ne dira sa raison. Janu, uns prise ne dira sa raison. Adreute Menschen, sie kommen uns nun. Der Musikethnologe Michael Kort spielt Richards Lied nach. Doch immer noch bin ich gefangen. Ja, das ist gut. Auch wenn Richard englischer König ist, bleibt seine Muttersprache Okzitanisch, das im Süden Frankreichs gesprochen wird. Geschickt macht er Druck auf seine Untertanen. Honten avronce por marinan son, suis estes ivers pri. Se servent bien mi hom et mi baron,
Englois, Norman, Potwin, et Gascon, que je n'avoyais si pauvre compagnon. Je n'ai l'essace pour avoir en prison, je n'ai li passeport nul et retrason, mais encore si je prise, doch immer noch bin ich gefangen. Fahrende Sänger verbreiten das Lied. Ob es gewirkt hat? Jedenfalls läuft im Jahre 1193 die wohl größte Geldbeschaffungsaktion des Mittelalters an. Hohe Sondersteuern, die Wolle sämtlicher Klöster, das Gold und Silber der Kirchen. Alles für Richards Lösegeld. Und der Gefangene gibt genaue Anweisungen. Er möchte, dass wir genau festhalten, was jeder Adelige beigetragen hat. Der Bischof und Kreuzritter Hubert Walter setzt Richards Anweisungen mit aller Konsequenz um. Damit wir wissen, inwiefern wir jedem zu Dank verpflichtet sind. Die Schlüsselfigur aber ist Richards Mutter, Eleonore. Geh zu John, Nottingham Castle und Tickhill kann er behalten. Windsor, Wallingford und die Peak muss er übergeben. Sie hält Richards jüngeren Bruder John in Schach. Eine der beeindruckendsten mittelalterlichen Frauengestalten. Definitiv eine Herrscherin, die unglaublich viel Gestaltungsmacht hat und diese Gestaltungsmacht auch ausnutzt. Es muss schmerzen, Hubert. Uns alle. Im britischen Nationalarchiv liegen Belege, wie effizient die Mittel für Richards Lösegeld eingetrieben wurden. Richards Beamte modernisieren das Steuerwesen, um die geforderten 100.000 Silbermark zu sammeln. Nach heutigem Wert sind das rund 2 Milliarden Euro. Sie schaffen ein System der Steuererhebung, das mehr als 700 Jahre lang bis ins 19. Jahrhundert genutzt wird. Die Pipe Rolls stellen die längste ununterbrochene Aufzeichnung von Steuern und öffentlichen Ausgaben in England dar. Diese Pergamentrollen sind ein Zeugnis auch für die Anstrengungen Eleonores, das Lösegeld für ihren Sohn aufzubringen. Tally Sticks, normierte Kerbhölzer, dienten als Beleg für die Zahlung von Abgaben. In diesem Abschnitt sieht man die Steuerpflichtigen für dieses Lösegeld. Beispielsweise zahlte Richard Bassett 15 Pfund. Und wir haben Richard Farlio, der 14 Pfund und 15 Schillinge bezahlt hat. Es gibt viele solche Abschnitte in der gesamten Rolle, also viele Einzelpersonen, die Geld an das Schatzamt zahlen. Und wenn die Leute Geld zahlen, erhalten sie ein Kerbholz als Beleg für ihre Einzahlung. Diese kleinen Stöckchen sind Quittungen, auf denen Kerben eingeritzt werden. Diese Kerbe hier ist so groß wie ein kleiner Finger und steht für 20 Pfund. Das sind also 20, 40, 60, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pfund. Also 87 Pfund von John de Cormel, einem Sheriff. Es handelt sich um ein simples, aber effektives System. Ein Teil des Stöckchens bleibt beim Einzahler, der andere beim Schatzamt. Die Maserung passt zusammen, sodass es keine Betrugsmöglichkeiten gibt. Es ist also eine wirklich einfache Möglichkeit, Geldgeschäfte im ganzen Land zu machen. Gleich ob Adlige oder einfache Untertanen, alle müssen ihren Beitrag leisten. Dennoch regt sich kaum Widerstand. Soweit wir wissen, glaubten die Leute, für diesen König, der die christliche Sache gegen Saladin verteidigt hatte, tief in die Tasche greifen zu müssen. Die größte Bedrohung für Richard bleibt aber Philipp von Frankreich, der immer weitere Territorien Richards erobert. Im April 1193 kapituliert mit Gisors Richards wichtigste Festung in der Normandie widerstandslos. Nicht nur in den Grenzregionen beginnt die Loyalität seiner Vasallen zu bröckeln. Einige Burgherren entscheiden sich, direkt zu Philipp Augustus überzulaufen.
Sie halten es für notwendig, sich auf die Seite des Fürsten zu stellen, der höchstwahrscheinlich siegreich sein würde. Derartige Wechsel sind durchaus üblich bei den Markgrafen an der Grenze. In ihrer Jugend waren Philippe und Richard Freunde. Jetzt sind sie erbitterte Rivalen, fast zwangsläufig. Richards Familie, die Plantagenets, ist die mächtigste Dynastie Westeuropas. Er herrscht von der schottischen Grenze bis zu den Pyrenäen. Als König von England ist er souverän. Für seine Gebiete auf dem Festland aber Vasall des französischen Königs. Im Königreich Frankreich regieren seit Generationen die Capetinger. König Philipp II. Ist formell der Lehensherr Richards. Aber er hat viel weniger Land und Geld als sein Vasall. Und fühlt sich daher von diesem bedroht. Ihre Gebiete und militärischen Ressourcen sind im Vergleich zu den Plantagenets um vieles kleiner. Es besteht also in der politischen Realität ein Ungleichgewicht, bei dem der Vasall seinen Lehnsherrn dominiert. Richard läuft die Zeit davon. Und darauf spekuliert auch Kaiser Heinrich. Er droht Richard sogar mit einer Auslieferung an den Rivalen. Diese Möglichkeit einer Auslieferung an den französischen König war für Richard Löwenherz tatsächlich eine gewaltige Bedrohung, das muss man ganz klar sagen. Heinrich hat ihn sicher damit erpresst, hat bewusst mit dieser Möglichkeit gespielt. Als einzige Rettung bleibt dem Engländer die Diplomatie. Um sich den Kaiser gewogen zu machen, vermittelt er zwischen ihm und aufständischen Fürsten am Rhein. Dieser Erfolg bringt Richard der Freiheit näher. Allerdings für noch mehr Geld. 100.000 Silbermark sind Heinrich nun nicht mehr genug. Wieder kennt der Chronist Roger Howden die Details. Der König wird dem Kaiser und dem Herzog von Österreich weitere 50.000 Silbermark geben. Und er muss für eben diesen Betrag Geiseln stellen. Richard muss jetzt 150.000 Silbermark zahlen. Vor kurzem waren es nur 100.000. Das ist ärgerlich. Geradezu beängstigend. Und doch sieht er einen Hoffnungsschimmer, dass er wirklich innerhalb kurzer Zeit frei sein wird, sobald sein Volk dieses ungeheure Lösegeld aufgebracht hat. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 5 Monate später scheint es fast geschafft. Wie verlangt, bringt Richards Mutter 2 Drittel des Lösegelds nach Deutschland. Etwa 16 Tonnen Silber. Hast du jeden Tag zu Gott gebetet, Richard? Nicht jeden, aber dafür von Tag zu Tag intensiver. Eleonore bringt gute Nachrichten. Ein Aufstand seines jüngeren Bruders John ist gescheitert. Ich danke dir. Ich danke dir für alles. Danke deinen Untertanen. Sie haben sich für dich aufgeopfert. Für die Durchsetzung königlicher Autorität, auch während der Gefangenschaft, war sicherlich Eleonore, die Mutter von Richard, die entscheidende Figur. Die Frau ist fast 70 und handelt politisch in Stellvertretung ihres Sohnes offensichtlich mit einer Autorität, die doch für relative Ruhe sorgt. Nein, nein. Lest. Laut und deutlich. Doch Kaiser Heinrich lässt den Freilassungstermin platzen. Der Grund? Ein verlockendes Angebot von König Philipp und Richards Bruder John. 100.000 Mark in Silber, wenn man mich ein weiteres Jahr festhält. Oder 150.000, wenn man mich an Philipp ausliefert. Niemals! Das ist abscheulich! Wir, die wir herrschen, müssen manch Abscheuliches in Erwägung ziehen, nicht?
Zum Wohle unseres Reiches. Was wollt ihr? Es muss unglaublich ärgerlich gewesen sein, dass dieser Kaiser sich wie ein Mistkerl aufführte. Aber was sollte Richard tun? Nun, wir wissen neben vielem anderen, dass er dem Kaiser den Lehnseid geleistet hat. Wir bleiben Freunde. Ihr nehmt England von uns zum Lehen und zahlt dafür 5.000 Pfund pro Jahr. Nicht? Das macht mich zu einem Vasallen. Aber auch zu einem freien Mann, Richard. Vertrau mir, ich weiß, was Gefangenschaft bedeutet. Ein Vasall Kaiser Heinrichs wird König Richard faktisch nur bedingt. Es geht vor allem um Geld und Status. Der stolze Richard Löwenherz beugt sich, um freizukommen. Es ist ja auch in den Quellen überliefert, dass ihn seine Mutter wirklich dazu überreden musste, das auch noch zu machen. Leicht gefallen ist ihm das sicher nicht. Also er hat da wirklich die Zähne zusammenbeißen müssen und seine ganze Beherrschung zusammennehmen müssen, um diesen Akt zu vollziehen. Nach mehr als 13 Monaten öffnet sich für Richard Löwenherz endlich das Tor zur Freiheit. Es ist das Ende der wohl größten Politaffäre, die Europa bis dahin gesehen hat. Und der Auftakt für die Wiedergewinnung seiner früheren Macht. Seinem abtrünnigen Bruder John verzeiht Richard. Gegen seinen Jugendfreund König Philipp aber zieht er in den Krieg. Und erobert in kurzer Zeit die meisten verlorenen Territorien wieder zurück. Das ist wohl das bemerkenswerteste Ereignis der gesamten europäischen Geschichte. Ein Staatsoberhaupt wird von einem anderen Staatsoberhaupt entführt und über ein Jahr gefangen gehalten. Und trotzdem gelangt der Entführte in die alte Machtposition zurück. Die Kidnapper können ihr riesiges Lösegeld nicht lange genießen. Leopold V. von Österreich stürzt vom Pferd und stirbt noch im selben Jahr. Erst als er Richards Gefangennahme öffentlich bereut, löst ihn der Papst aus dem Kirchenbann. Kaiser Heinrich VI. Erobert mit Richards Lösegeld Sizilien. Doch schon 3 Jahre später stirbt auch er, mit nur 31 Jahren. König Philipp II. Augustus aber wird Richard um 24 Jahre überleben. Er legt den Grundstein der französischen Nation. Und was bleibt von Richard Löwenherz? Aus meiner Sicht bleibt eine eindrucksvolle Geschichte einer europäisch agierenden Herrschergestalt des Mittelalters. Mit nur 41 Jahren wird Richard Löwenherz durch einen Armbrustbolzen getötet. Er hinterlässt keine legitimen Kinder. Unter Richards Bruder und Nachfolger John zerfällt sein Reich. Doch die Legende vom König mit dem Herz eines Löwen lebt weiter.